Hi Freunde, willkommen zurück in Neverwinter. Wir müssen mal wieder zu diesem Dorf von Rote Valley. Wie die ganze Zeit schon. Unten sind Spinnen und da ist ein Todestroll. Was macht denn der da? Dass die immer im Wasser stehen müssen? Als ob die daheim keine Dusche haben. Hey. Du dumme Sau! Musst du mich so erschrecken? Du dumme Säue. Trifft's vielleicht eher. Mann, 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 Mann. Da ist ein Buch. Todeswäber. Müssen wir, glaube ich, killen, oder? Ja. Ritualbücher sind es, okay. Sag er sehen. Wolfe, wo schickt mich? Ach, das schickt mich hier hin, okay. Na gut, dann machen wir den mal platt. Lässt auch gleich mal so ein Ding fallen. Dann haben wir das da noch. Kommt man also immer doppelt. Was macht ihr eigentlich? Ich dachte schon, die machen überhaupt keinen Schaden. Hallo. Hat mich nicht gesehen, okay. Soll mir recht sein. Da ist schon wieder. Was machen die denn die Spinnen da? Die rennen auf dem Da ist doch kein Spinnennetz. Da drüben ist eins, aber da wo ihr lauft doch nicht, oder? Doch, da ist auch. Ganz schwach. Aha. Das weiß ich, wieso die immer von oben kommen. So. Wieder ein Türmchen platt gemacht. Aber wir brauchen immer noch ein paar Türen, glaube ich. Ja, zwei Stück. Nur wo sollen die sein? Und gleich einen Peridot bekommen. Jetzt greife ich dann natürlich das Falsche an. Er stört das Ding schon mal kaputt. Soll auch nicht schlecht sein. Was ist denn das? Opfergeist. Ach, da ist wieder so eine drinne Spinne. Ich dachte schon, jetzt kommen die auch noch angekotzt. Angerotzt. Ist wieder ein Schleierweber, aber kein Fuzzi. Ich suche gerade Türen, aber ich finde keine Türen. Spinnen natürlich, die gibt's überall. Da fällt einer. Ach, ja. Okay.
Ach, da steht sie doch. Los, weiche Fliesen! Die hatte ein bisschen Verspätung. Dass die immer hinter mir stehen muss und ich denke, dass ich von ihr abgeknallt werde. Ist doch nicht normal. Und dass es hier keine Türen mehr gibt, ist auch nicht normal. Bist du gleich noch die zwei Putzis da? Da pullen. Ach da, haben wir doch die Tür. Muss man das Ding hier töten? Schleierweber? Nein, das mache ich auch nicht. Da ist auch eine Tür. Das sieht man immer schlecht, deshalb habe ich keine gefunden. Sofort, sofort, sofort. Troh-Assassinen. Diese Namen wollen uns, glaube ich. Gut, dann gehen wir zurück zu dem alten Fort Gunderson. Leck mich! Falscher Ausgang. Egal. Bin trotzdem richtig. Puppelhäschen, Galopp. Unsere Häuser, sie sind alle verschwunden. Schön für dich. Und dann noch ein bisschen Rodeo. Iha. Ausgezeichnet, wie ihr das Ritual der Drow unterbrochen habt. Wer weiß, was für Schrecken nach Abschluss des Rituals hier erschienen wären. Erschienen wären. Schade, dass sie nicht gekommen sind. Dann werden die Häuschen... Das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielleicht das Netz der Dunkelheit weitet sich nicht weiter aus. Aber es sieht so aus, als ob es durch eine andere Kraft aufrechterhalten wird. Solange wir nicht wissen, worum es sich dabei handelt, können wir nichts dagegen unternehmen. Tja, so ist es. Sie waren alle sicher? Meine alten Knochen freuen sich, so etwas zu hören. Danke, vielen Dank. Wieso sollten wir eigentlich an den Türen rütteln, wenn deine eingebildeten Häuser eh alle weg sind? Ferdinand genug. Der Kommandant dieses Drow-Angriffs ist ein Dryder namens Sarkonis. Solange er das Sagen hat, haben wir keine Chance, die Drow zurückzuschlagen. Bei einer Sache bin ich mir bezüglich der Drow jedoch sicher. Und zwar, dass sie sich mit Vorliebe gegenseitig in den Rücken fallen. Wenn ihr Sarkonis stürzen könntet, so würde die Invasion alle Leutnants dazu beflügeln, die Macht an sich reißen zu wollen. Es wird nicht leicht werden. Ihr müsst euch bis an die Grenze des Unterreichs vorkämpfen. Aber wenn einer dazu in der Lage ist, dann seid ihr es. Jawohl, Sir. Wir sind in der Lage und sterben. Je mehr Unschuldige wir retten können, desto besser. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Keine Ahnung. Wieso soll ich jetzt wieder da hoch? Ich habe doch da unten noch was. Gehen Sie zu am Rand der Unterreiche. Das da. Okay. Wieso so steht nichts dran? Gehen Sie zum Rand der Unterreiche? Da ist auch noch Spinni. Spinni dumm dumm. Das ist wieder so eine Sau, so eine blöde, verblödete. Ich will doch einfach nur da nach vorne gehen und nicht mit euch kämpfen. Du meine Sau, du Blöde. Stirb.
Doing. 52 Trost-Tüten. Wieder was Rotes. Es war doch so klar. Scheiße hier. Für das Dämonennetz. Ach, ihr blöden Säue, leck mich doch am Arsch. Ja, sind meine Schwere jetzt. Ach, da kommen sie. Hat ein bisschen Verspätung und die. Hallo? Server ist abgeschmiert. Ja, super. Ja, gut, Freunde. Ich glaube, das war's dann. Oder auch nicht. Gut. Glück gehabt. Gerade noch so. Eieieiei. Schmier da einfach mal kurz das Server ab. Oder was auch immer. Na, kommt alle her, ihr Dummen. Na, blöde, der mischt. Ach, und schon wieder für einen, diesmal Dunkelelfen. Na dann. Hey, ich drück doch 3. 4 hab ich gedrückt, haha. Ja, ihr seht, die Server sind immer noch irgendwie scheiße zurzeit. Es wird sich wohl auch nicht bessern. Nie wieder. So wie es aussieht. Und ja. Solange sie scheiße sind, brauchen wir auch in keinen Dungeon gehen. Naja, was soll's. Müssen wir jetzt wieder wirklich wieder zu der drinnen spinnen. Scheiße hier. Sieht so aus. Einfach nur vorbeilaufen geht wohl nicht, oder? Ich verschlinge euch! Nein, das geht nicht! Was kommt denn da jetzt auch noch dazu? Blöde Sau ist tot. Mausi tot. Und es hat gleich beim ersten Mal geklappt. Wie schön. Gut, Freunde, bevor wir aber da reingehen, werden wir eine Pause machen und sehen uns übermorgen wieder. Bis dann. Tschüss.